Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Pat McGrath und zwar um die neue Love-Kollektion, die gerade vor einer Woche herausgekommen ist. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mit meiner Star Wars-Kollektion solche Schwierigkeiten hatte mit dem Versand und hatte gesagt, okay, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn das wieder schief geht, muss ich mir zukünftig überlegen, ob ich nochmal von der Seite bestellen möchte oder nicht. Und was soll ich sagen? Meine Bestellung war innerhalb von 4-5 Tagen bei mir, also richtig schnell, als hätten sie es gehört. Insgesamt scheint es wohl so, also ich habe auch schon gesehen, dass einige Videos zu der Kollektion rausgekommen sind, dass diese Kollektion wohl mit dem Versand viel besser organisiert war. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe ja immer, dass irgendwann Pat McGrath das auf die Reihe bekommt und man sich generell eher auf den Versand verlassen kann, als dass man immer so ein bisschen mit einem komischen Gefühl bestellt, weil man nicht weiß, wann und ob die Sachen dann überhaupt bei einem eintreffen. Aber in diesem Fall sind die Sachen bei mir eingetroffen und ich habe sowohl die drei Lidschattenpaletten da, als auch alle Farben der Liquid Eyeshadows, die mich jetzt im Speziellen besonders interessiert haben, weil das eine neue Formulierung von Pat McGrath ist. Ich werde Timestamps in dem Video hinterlassen, weil ich glaube ich auch am Schluss zumindest die drei kleinen Paletten aus der Star Wars Kollektion zeigen werde. Ich habe damit gestern schon Looks geschminkt. Ich habe auch schon alle Liquid Eyeshadows ausprobiert. Also ich kann auch Augen-Swatches zeigen. Und dann könnt ihr, falls euch nicht alles interessiert, zu dem Teil springen, der euch besonders interessiert. Zum einen war die Love Collection, ich glaube, wenn man sie auf den ersten Blick gesehen hat, eine sehr langweilige, sehr neutrale Kollektion. Sie hat das erste Mal eine Lidschattenpalette dabei mit rein matten Farben. Das war etwas, was es bisher noch nie gab. Das hätte mich jetzt nicht ganz so interessiert, aber natürlich für Review-Zwecke habe ich mir das Bundle mitgenommen. Es sind außerdem ein paar Sachen auch nochmal relaunched worden oder in dem neuen Stil der Verpackung. Das hat alles so Herzen. Und zwar einmal kann man das Skin Fetish Sublime Blurring Under Eye Powder für 30 Euro in der Farbe Light Translucent kaufen. Ich glaube, hier ist die Verpackung genau gleich. Die kommt halt nur in so einem Karton. Da habe ich welche gehört, die sich darüber aufgeregt haben. Das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen wegen dem Karton alleine. Aber wenn man das schon immer mal probieren wollte, dann hat man jetzt halt noch einen schönen Herzchenkarton mit dazu. Das finde ich jetzt auch nicht wild. Sie hat zwei ihrer Blushes, die es auch schon in der permanenten Linie gibt, nochmal mit dem neuen Karton rausgebracht. Die habe ich heute auch beide aufgetragen, also jetzt so ein bisschen gemixt, aber vorher auch mal einzeln. Das lasse ich jetzt hier gleich mal mitlaufen und zwar einmal den Blush in der Farbe Desert Orchid. Das ist so ein bisschen ein peachiger Blush. Swatch den auch mal und der hat auch so einen leichten Glanz mit dabei und dann noch die Farbe Flirtatious, also zwei sehr helle Farben und Flirtatious ist ein Dusty Rose Ton, ein ziemlich heller. Das sind beides Blushfarben, die zu meinen Lieblingsfarben bei Pat McGrath gehören und die Blushes ansonsten sind meiner Meinung nach durchaus empfehlenswert. Die sind sehr gut pigmentiert und die haben eine bombastische Haltbarkeit. Also von denen hat man auch den ganzen Tag was. Und dann hat sie noch Liquid Lippenstifte rausgebracht. Die habe ich nicht. Ich bin nicht so wirklich der Liquid Lipstick Typ. Und die hat sie auch in zwei Farben. Einmal in Nude Cabaret. Das ist ein softes Beige Peach und Nude Venus. Das soll ein warmer, nudiger Korallenton sein. Dann kommen wir zu den kleinen Mothership Paletten, die an die Bridgerton Kollektion zumindest von der Aufmachung erinnern. Die kommen alle in so einem Karton und es gibt drei verschiedene Farben, also drei verschiedene Paletten. Der Karton ist immer der gleiche. Es unterscheidet sich nur, dass man hier vorne drauf den Namen stehen hat und wahrscheinlich die Inhaltsstoffe. Das habe ich jetzt nicht komplett verglichen. Die Lidschattenpaletten haben eine Haltbarkeit von 12 Monaten und die sind hergestellt in den USA, also nicht wie die großen Mothership-Paletten in Italien. Und die Verpackung von den einzelnen Paletten, das ist Cardboard. Das ist ziemlich schwer. Wie gesagt, es erinnert sehr an die Bridgerton, auch hier mit diesen kleinen Rauten. Nur
hat man jetzt das Thema mit dem Herz. Bekannt opulente Verpackung von Pat McGrath. Das ist jetzt nicht meine Liebste, so mit dem Mothership, wenn da Gesichter drauf sind. Das gefällt mir immer so ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz finde ich es okay. Die Paletten werden verkauft auf der Pat McGrath-Seite für 60 Euro. Da sind alle Zollgebühren und so schon enthalten. Und von innen sieht jetzt zum Beispiel die Palette, das ist Iconic Infatuation, so aus. Und das ist eine rosige Palette, hat mich sofort an Divine Rose 1, Divine Rose 2, also diese Farben hat man schon sehr häufig bei Pat McGrath gesehen. Insgesamt die drei Paletten sind sehr neutrale Paletten. Ich glaube, viele finden das langweilig und ist es auch. Also wenn man jetzt ein großer Pat McGrath-Sammler ist, dann glaube ich, findet man die Farben so oder so ähnlich schon in seiner Sammlung. Hat man jetzt aber allerdings noch nichts von Pat McGrath, dann sind natürlich solche Paletten ein schöner Einstieg. Man hat leider keine Special Shades in diesen Paletten jetzt mit dabei. Deswegen glaube ich fast, dass ihre 5 Pens ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, weil die kosten ja so ein paar 30 Euro und die sind mit 60 Euro schon sehr teuer. Ich habe das Bundle gekauft. Alle drei zusammen haben dann 164 Euro gekostet. Ich hatte jetzt noch 10% darauf und Pat McGrath hat ja auch sehr oft Sales bis zu 30%. Also diese Paletten, glaube ich, oder mittlerweile fast alles von ihr muss man eigentlich nicht zum vollen Preis kaufen, denn auch in Deutschland zum Beispiel, wenn sie da in die Shops kommen, sind die Sachen immer wieder im Sale zu haben. Ich habe die Paletten jetzt, glaube ich, schon bei Selfridges gesehen, bei deutschen Shops jetzt noch nicht, aber dadurch, dass es bei Selfridges ist, könnte natürlich sein, dass die auch dann nach Deutschland kommen. Man hat insgesamt 6,6 Gramm auch Produkt enthalten. Wir haben dann noch in dem Trio die Palette Velvet Liaison. Das ist die komplett matte Palette. Das fand ich sehr interessant. Ich habe einige gesehen auf Instagram, die geschrieben haben, super, endlich mal ganz matte Farben. Ich bin jetzt so der Typ, ich mag ihre matten Farben sehr gerne, aber ich hätte lieber eine Palette mit nur Special Shades bevorzugt, weil ich da finde, bei allen Special Shades oder metallischen Tönen, da ist das, wo für mich Pat McGrath noch ein bisschen mehr glänzt als über ihren Matten, aber anscheinend gab es auch einige, die sich darüber gefreut haben und es ist ja auch nicht jeder so wie ich, der eher Schimmertöne bevorzugt, sondern es gibt ja auch viele, die gerne auch komplette matte Looks tragen. Dann finde ich das eine schöne Ergänzung in ihrem Sortiment. Und dann hat man noch die Farbe Sublime Seduction und das ist eine neutral warme Palette. Die hat 3 Schimmerfarben und 3 matte, genauso wie die rosige Palette auch. So, und ich denke, ich starte auch direkt mit der matten Palette. Und ich würde einfach sagen, dass ich auf dem einen Auge die 3 neutralen Farben nehme und auf dem anderen Auge die 3 etwas rosigeren Farben. Wobei der Ton, der ist auch ziemlich neutral, der würde auch sehr gut zu den Brauntönen passen. Ich probiere einfach mal und schaue, wie weit wir kommen. Ich fange an, auch direkt mit diesem Ton hier. Und den trage ich mir mal hier so auf mein Lid auf. Einmal ziemlich großzügig. Was ich beim Swatchen festgestellt habe, dass es eine schöne Formulierung zu sein scheint. Die haben Puder-Kickback, aber fühlen sich auch etwas seidig an. Wirken beim Swatch zumindest nicht ganz matt, sondern so ein bisschen, ja, als hätten sie so einen leichten Glanz mit drin. Ich gehe jetzt über in diese Farbe und die gebe ich mir einfach mal hier in den Außenwinkel und verblende das auch in die Crease hier nach vorne. Das ist ein schöner, auch neutraler, rosiger Ton, der jetzt auch etwas gedeckter ist. Die Farben sind soweit auch sehr gut pigmentiert, lassen sich aber auch schön ausblenden. Ich wische mir den Pinsel nur ab und gehe in den Ton hier, also in den dunkleren, und den gebe ich mir auch noch mal in den Außenwinkel, um den Look abzudunkeln. Das war jetzt nicht sehr viel Produkt und es ist
doch gerade über den anderen drüber gleich sehr dunkel geworden. Ich nehme jetzt nochmal den großen, fluffigeren Pinsel, den, was ist das, der Classic Crease von Sonia Chi und gehe nochmal hier über die Kanten drüber. Das hat auf jeden Fall wunderbar geklappt. Ich glaube, ich könnte jetzt nochmal mit noch einem kleineren Pinsel in den ganz hellen Ton gehen und den in den Innenwinkel geben und etwas hier hochziehen. Zumindest etwas Helligkeit haben. Der hätte für mich gerne sogar dann noch heller sein können. Aber ich schaue mal auf der anderen Seite. Ich wische mir meinen Pinsel wieder ab und nehme den Mini Booster als erstes und gehe damit in diesen Ton und klopfe mir immer den Pinsel ab. Also die sind sehr gut pigmentiert. Aber wie ihr sehen könnt, lassen sie sich auch sehr einfach ausblenden. Das geht wunderbar. Das geht mit ihren matten Farben ganz oft, dass man die zum einen doch sehr leicht auftragen kann und dann auch sehr ausrauchen kann. Und wenn man einfach ein bisschen mehr Produkt nimmt, zum Beispiel jetzt hier in dem Außenwinkel, das ist die gleiche Farbe. Und dann sieht es fast so aus, als hätte man zwei Farben auf dem Augenlid. Also man kann da mit den einzelnen Farben sehr gut auch mit der Farbtiefe variieren. Das mag ich ganz gerne. Gib mir das auch unters Auge. Und dann nehme ich mir so einen flachen Pinsel, den 02 von Reffa, und gehe in den hellen Ton. Und den gebe ich mir aufs Augenlid. Und wie man sieht, der ist ziemlich gut deckend, also auch über der dunklen Farbe. Und dann nehme ich jetzt noch so einen kleineren Pinsel, auch von Sonia Chi, den Soft Definer, und gehe in den dunklen Braunton. Den gebe ich hier in den Außenwinkel und dann sieht das so aus. Das sind natürlich sehr schöne Looks. Das erinnert mich ein bisschen an das matte Creme Quad von Tom Ford. Das finde ich, wenn ich für einen matten Look gehe, dann oftmals für diese Farben. Ich finde, das hat immer so einen Touch Edles. Das sieht sehr gut aus. Und die Farben harmonieren auch sehr gut miteinander. Ich konnte sehr schön mitarbeiten. Da habe ich mir jetzt keine große Mühe geben müssen, um das so auszublenden. Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Auch hier die Seite gefällt mir gut. Ich glaube, mit noch ein bisschen mehr Kontrast, also mit dem Hellen von der Seite in der Seite, wird es mir fast noch einen Tacken besser gefallen. Ich kann das ja mal probieren, dass ich einfach den hellen Ton auch noch mal etwas mehr hier reinbringe. Und was mir ganz gut gefällt, ist eben bei den Farben, dass sie nicht so ganz matt aussehen. Die haben wie so, naja, nicht wirklich Glanz, aber irgendwas Seidiges haben sie schon mit drin. Dann wären das meine zwei Looks mit der Velvet Liaison, also mit der ganz matten oder der ersten matten Palette von Pat McGrath. Also mag man matte Lidschatten, Paletten, neutrale Farben, dann ist das eine schöne Auswahl von sechs sehr schönen neutralen Farben. Da kann man so ein bisschen ja in eine rosiger oder in eine neutral bis wärmere Richtung gehen. Ich finde die Augenlooks ganz schön. Die lassen sich natürlich, oder die matte Palette lässt sich natürlich auch sehr gut kombinieren, wenn man jetzt viel mit Einzellidschatten arbeitet oder eben mit Liquid Eyeshadow, so wie sie es hier auch hat. Dann kann man die nochmal als Übergangsfarbe mit benutzen. Für mich persönlich hätte ich die gebraucht, werde ich so oft zu ihr greifen? Wahrscheinlich nicht. Da habe ich zum Beispiel das Wort von Tom Ford, was für mich so einen ähnlichen Look gibt wie hier. Dazu greife ich tatsächlich öfter. Hätte ich das jetzt auch noch gebraucht? Ich glaube, nein. Aber von der Qualität her kann ich nicht meckern. Gefällt mir sehr gut, sind sehr gut pigmentiert. Man darf mit einer leichten Hand rangehen, aber sie sind dann auch gut auszublenden. Ich hatte jetzt nicht wirklich viel Fallout, habe meine Pinsel aber auch vorher schön abgeklopft. Eine für mich sehr schöne Formulierung, mit der ich jetzt sehr gut arbeiten konnte. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Palette, und zwar der Sublime Seduction. Das ist die
warme Palette im Bunde. Hier haben wir jetzt auch drei Schimmerfarben. Und auch hier werde ich es wieder so machen, dass ich zwei Looks schminke. Da muss ich mal schauen. Ich wische mir meine Pinsel von eben ab, starte wieder mit dem Mini Booster von Sonia Chi und gehe als erstes in den mittleren Ton. Klopf den wieder ab. Das ist der peachige Ton und es ist so ein warmer Peach-Ton, der aber auch einen Braunanteil mit drin hat. Auch wie die aus der ersten Palette lässt sich der auch sehr schön verblenden. Ich gehe dann in den Ton hier unten, in den Burning Desire. Man hat hier auch einen sehr schönen Spiegel mit dabei. Der gefällt mir ganz gut. Und da dunkle ich jetzt einfach so ein wenig den Außenwinkel ab. Ich gehe wieder vor wie eben. Das ist so das Einfachste, wenn ich neue Lidschatten ausprobieren möchte. Hier auch so ein bisschen runter. Ich trage übrigens, oder habe jetzt gerade wieder aufgetragen, von Tom Ford den neuen Concealer. Und ich muss sagen, der macht tatsächlich einen sehr schönen ersten Eindruck. Bin mal gespannt. Ich mache da heute auch noch einen Tragetest, wie sich der so schlägt. Das finde ich, sieht schon mal gut aus. Und dann gehe ich mit dem Finger in den Ton. Das ist so ein bronziges Gold. Den finde ich jetzt etwas fester gepresst. Also der ist jetzt vom Anfühlen her nicht ganz so cremig, zum Beispiel wie die aus der Holiday Kollektion oder jetzt Star Wars Kollektion aus den 5 Pen Paletten. Der hat kein Schimmer mit drin, sondern ist ein normaler metallischer Ton. Den finde ich jetzt ganz okay, aber der haut mich jetzt auch nicht vom Sockel. Und dann schnappe ich mir den 02 Pinsel von eben und gehe in den Champagne Desire. Und den gebe ich mir hier vorne hin. Also die metallischen Töne, die finde ich okay. Ich finde das jetzt auch nicht, ja, so die allerschönsten, weil die doch so ein bisschen, ich glaube, man kann es sehen, die Struktur auf meinem Augenlid zeigen. Das finde ich jetzt einfach okay. Also da fand ich tatsächlich die aus der Star Wars oder aus der Holiday Kollektion so ein bisschen aufregender einfach. Ich werde die auch mal später mit der Star Wars vergleichen, weil da ist ja eine dabei, die vom Farbschema ähnlich ist. Aber dann wäre das jetzt erstmal der erste Look. Und ich springe gleich rüber zum zweiten Look. Dann nehme ich jetzt mal nur den braunen Ton hier. Und schau mal, da sieht man schon, der ist sehr gut pigmentiert. Ich glaube, man kann hier auch sehen, dass der doch so einen Glanz mit drin hat. Also was mir jetzt schon auffällt, also bei der Palette jetzt zumindest, dass mir die matten Farben fast besser gefallen als die metallischen Töne. Die finde ich einfach jetzt so nichts Besonderes, zumindest was ich da jetzt bisher benutzt habe. Und wie man sieht, also ich bin da jetzt auch nur einmal reingegangen, geht da eine kleine Menge einen großen Weg, aber man kann auch den dunklen Braunton durchaus so verblenden, dass mir der eine eigentlich ausreicht. Ich tippe jetzt noch mal ein bisschen rein und baue das nur hier außen noch mal ein wenig auf. Zum größeren fluffigen Pinsel ohne extra Produkt gehe ich jetzt hier nur noch mal über die Kanten. Und dann lasse ich das erstmal so. Ich nehme wieder meinen Finger und gehe in den goldenen Ton. Und der fühlt sich jetzt etwas softer an als der Ton. Und das gebe ich mir hier in die Mitte. Der legt sich auch etwas dünner auf mein Augenlid als jetzt hier auf der Seite der bronzige Ton. Der nicht so ganz der Gold-Fan, aber der Goldton gefällt mir zumindest von der Formulierung besser als jetzt der bronzige auf der anderen Seite. Und dann gehe ich mit dem Finger noch in den Champagnerton und gebe mir den nur so etwas in den Innenwinkel. Und der ist auch etwas dünner von der Konsistenz und etwas cremiger. So, und dann wären das meine zwei Looks mit der Sublime Seduction Palette.
Die finde ich tatsächlich nur okay. Die matten Töne gefallen mir sehr gut, aber die metallischen Töne finde ich sind sehr, naja, da ist es mir, glaube ich, das Geld nicht wert. Wenn man jetzt natürlich neutrale Farben mag oder auch so eine neutral warme Palette mag, ist das eine schöne Farbauswahl. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich da eher zu der Star Wars Palette greifen würde. Die ist meiner Meinung nach vom Preis-Leistungs-Verhältnis doch besser. So, dann kommen wir zu der letzten Palette im Bunde, die Iconic Infatuation. Das ist eine, ja, typische, möchte ich fast sagen, Pat McGrath Palette mit ganz vielen rosigen Tönen. Auch hier mache ich es wieder genau wie eben. Putze mir nur meinen Pinsel ab, den Mini Booster, und gehe als erstes in den mittleren Ton und gebe den mal in meine Crease. Ich muss ja sagen, ich meine, so langweilig wie diese Farben auch sind, muss ich auch gestehen, dass die Divine Rose Paletten und genau solche Farben, so ein bisschen, dass die rose-mauvige Farben genau meins sind, und die trage ich sehr gerne, sehr oft im Alltag. Daher kann ich das schon verstehen. Ich denke auch, dass solche Farben sich einfach sehr viel besser verkaufen als jetzt irgendwas sehr Buntes. Also aus einem Geschäftsstandpunkt heraus kann ich durchaus verstehen, warum sie immer oder oftmals mit solchen Farbschemen rauskommt. Also die Farbe gefällt mir schon mal sehr gut, ließ sich wunderbar verblenden. Ich gehe jetzt hier in den Ton. Damit dunkle ich hier außen nur ein wenig ab. Das geht alles wunderbar. Also die matten Farben aus bisher allen drei Paletten, die überzeugen mich ziemlich. Die gefallen mir sehr gut. Das ist genau so eine Formulierung, mit der ich gerne arbeite. Ist sehr gut pigmentiert, aber immer noch handhabbar. Man kann sie super ausblenden. Man kann sie schön übereinander verwenden. Also lassen sich auch übereinander gut aufbauen und sehen nicht ganz so trocken aus auf dem Auge. Das gefällt mir richtig gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Schimmertöne in der Palette. Ich nehme als erstes mal von Sonia Chi den Bilder aus dem Lotus Set und gehe in den Ton. Der wirkt jetzt auch schon mal sehr viel cremiger. Ich nehme meinen Finger, das ist eine wunderschöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Und der hat auch so ein bisschen Sparkle mit dabei. Da hatte ich jetzt auch ein bisschen Fallout. Das kommt wahrscheinlich daher, dass der eben, wie gesagt, so ein wenig Sparkle hat. Dafür hat er halt auch gleich so etwas mehr Glanz und Reflexion. Das wirkt dann etwas interessanter. Und dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel in den hellen Ton. Und den gebe ich mir hier vorne hin. Die metallischen Töne gefallen mir jetzt schon etwas besser. Erstens ist da so ein wenig Sparkle mit drin. Ich meine, der hier, der ist jetzt auch nicht ganz so dünn. Also da wird auch so ein bisschen meine Lidstruktur hervorgehoben. Dadurch, dass der aber auch so ein wenig Sparkle mit drin hat, wirkt er meiner Meinung nach etwas mehrdimensionaler, sodass es nicht so sehr auffällt und insgesamt ein schöneres Ergebnis bringt. Dann wäre das schon mal der erste Look. Der gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dass ich mit der Divine Rose, also mit der großen Mothership Palette, doch einen ähnlichen Look hinbekommen würde. Aber hat man die nicht und man mag so rosige Töne, gefällt mir das schon sehr gut. Da finde ich einfach auch die Schimmerfarben etwas, ja, mehrdimensionaler und auf jeden Fall interessanter. Ich nehme wieder den gleichen Pinsel und gehe jetzt beim anderen Auge in den dunklen, ja, rosig-bärigen Ton. Gib mir erstmal nur ein bisschen was in den Außenwinkel und dann fange ich an, das so ein wenig nach oben auszublenden. Das klappt auch mit der Farbe wunderbar. Ich baue jetzt nur den Außenwinkel so ein bisschen auf. Dann gehe ich mit dem Finger in den mittleren Schimmerton. Der sieht so aus. Sehr metallisch.
Da kann ich jetzt auch nicht so viele Glitzerpartikel erkennen. Aber der hat sowas ja Rosiges, aber auch so ein bisschen Koralle Peach mit drin. Und der hat eine sehr schöne Strahlkraft. Ist vom Finish her dünner als der hier. Und in den Innenwinkel gebe ich mir wieder den hellen Ton. Und dann sind das die beiden Looks mit der rosigen Palette. Und da muss ich sagen, die gefallen mir sehr gut. Da gefällt mir die Qualität. Ich finde, die Schimmerfarben in der Palette haben so ein bisschen mehr, ja, was Interessantes mit dabei. Wahrscheinlich auch, ich meine, das ist mehr mein Farbschema, so ein bisschen kühler, moviger. Das mag ich ganz gerne. Ich gehe nicht ganz so oft für so sehr warme Farben, deswegen kommt mir das auch gelegen. Aber ich denke auch, oder ich habe so das Gefühl, dass die Qualität hier von den Schimmerfarben mir besser gefällt und einfach etwas spannender ist jetzt als bei der wärmeren Palette. Dann ist hier nochmal der Look mit der rosigen Palette mit Mascara. Nach wie vor gefällt mir sehr gut. Das ist genau, ja, meine Farbrichtung. Mit den Farben fühle ich mich sehr wohl. Habe ich die schon 100-mal in meiner Sammlung? Ja. Ich muss aber sagen, also da wird mir das kleine Format tatsächlich handlich kommen. Mir gefallen die Schimmerfarben, mir gefallen die matten Farben sehr gut. Also insgesamt die Qualität, da bin ich überzeugt. Ich habe jetzt mal die Mothership Paletten rausgekramt und zwar einmal die Divine Rose 2 Palette und halte die mal dagegen. Die sehen so aus und da sieht man schon gerade hier unten, da sind schon so ein paar Ähnlichkeiten. Die Divine Rose 2 ist insgesamt gerade mit den Special Farben noch so ein bisschen schreiender, aber die ersten Farben hier unten und der hier oben, da kann man schon Ähnlichkeiten sehen und ich denke, mit der Divine Rose 1 Palette wird das Ganze dann nochmal etwas mehr. Schauen wir mal, wie die beiden nebeneinander ausschauen. Ja, ich denke, keine 100% Dupes, aber auf jeden Fall in der gleichen Farbfamilie hier zu finden. Also hat man die Divine Rose 1. Denke ich nicht, dass man diese hier braucht oder auch bei der Divine Rose 2. Da wird man ähnliche Farben herbekommen. Hat man die Paletten aber nicht und mag so rosige Töne, dann finde ich es auf jeden Fall eine Palette, die ich für mich empfehlen kann. Die matte, ja, wenn man matte Farben mag, finde ich auch nicht schlecht. Die hier, die fand ich jetzt nur okay. Da spare ich mir aber den Vergleich nochmal auf bis zum Schluss. Und zwar hat sie ja in der Star Wars Kollektion diese Palette, die nennt sich The Golden One, rausgebracht. Und die sieht von innen so aus. Also ich denke, da ist das Farbschema auf jeden Fall ein ähnliches. Und da gefällt mir die hier von der Qualität der Schimmerfarben besser. Aber da mache ich später noch Swatches, wenn ich auch noch mal einen Look mit der hier zeige. Jetzt kommen wir als erstes mal zu dem neuen Produkt, was mit dieser Kollektion gelauncht wurde. Und zwar ihren Fetish Eye Longwear Liquid Eyeshadows. Die kosten auf der Seite von Pat McGrath je 27 Euro. Ich habe da auch so ein Bundle gekauft und dann nochmal die 10%. Dann habe ich da so ein bisschen was gespart. Es gibt insgesamt 7 Farben. Die Verpackung von außen, also der Karton, sieht so aus und der Liquid Lidschatten sieht so aus. Das ist eine Plastikverpackung, aber ansonsten finde ich den ganz schön gemacht. Es sind 6,1 Milliliter enthalten. Es ist eine Haltbarkeit von nur 6 Monaten angegeben. Die sind hergestellt in Italien.
Und sie schreibt dazu, dass es eine besonders cremige Textur ist, sehr verblendbar, crease-proof, smudge-resistant und eine Haltbarkeit von über 10 Stunden haben soll. Was ich direkt sagen kann, ich gehe auch hier mal auf die Seite, dann blende ich mal Swatches ein von allen 7 Farben. Ich habe die gestern alle ausprobiert und habe auch einen den ganzen Tag getragen und bei mir haben die weder gecreased, noch habe ich am Ende vom Tag irgendwas gesehen, dass es sich irgendwie abgestempelt hätte. Also die Haltbarkeit scheint tatsächlich sehr gut zu sein. Ich habe jetzt eher trockene Augenlider, bei öligen weiß ich es nicht, aber sie wirken auf mich doch sehr crease und smudge proof, muss ich sagen. Insgesamt kann ich auch jetzt schon sagen, bin ich doch ziemlich begeistert von der Formulierung der Liquid Lidschatten. Ich werde mal jetzt einblenden, wie ich die einzelnen Farben aufgetragen habe. Also wir haben als erstes die Farbe Divine Champagne. Das ist ein sehr heller Champagnerton. Ich finde, der Auftrag ging sehr leicht von der Hand. Die sind insgesamt von der Konsistenz etwas dicker. Also die sind jetzt nicht ganz so dünn, auch wenn man die aufträgt. Da darf man etwas vorsichtig sein, dass man nicht gleich zu viel aufs Lid bekommt. Also die sind insgesamt sehr cremig. Man hat dann schon so ein wenig Zeit, die auszublenden. Das geht sehr gut mit einem Pinsel oder eben auch mit dem Finger. Ich bevorzuge da einen synthetischen Pinsel. Ich nehme meistens irgendwie so einen flachen Pinsel, zum Beispiel den 203 von BK Beauty. Das ist so ein Pinsel, den ich liebend gerne mag für Creme-Lidschatten. Und wenn man die dann verblendet, man darf sich nicht ewig Zeit lassen. Die trocknen schon runter und wenn sie denn dann getrocknet sind, dann kann man sie auch nicht mehr bewegen. Man kann sie auch übereinander lagern. Und die meisten Farben haben so ein bisschen Sparkle mit drin. Ich habe jetzt in anderen Reviews schon gehört, dass manche gemeint haben, die sind ihnen ja zu wenig Crash Boom Bang, also von dem Sparkle sieht man zu wenig. Ich finde, man sieht den Sparkle schon, ja, es ist jetzt nicht zu vergleichen mit ihren Blitz Astral Shades, aber es ist doch Sparkle erkennbar, gerade wenn man im Tageslicht ist und das Licht fällt drauf, dann glitzert das schon ein bisschen, aber nicht so spektakulär wie von ihren Special Shades. Trotzdem haben mir alle Farben sehr gut gefallen. Also ich war insgesamt sehr positiv überrascht. Ich mag auch die Farbauswahl sehr gerne. Auch das Luna Rose, der zweite Ton, den ich aufgetragen hatte. Auch so ein perfekter One-and-Done-Lidschatten. Ein rosiger Ton. Einfach zu tragen. Entweder Bronzer in die Crease. Also alle Liquid-Lidschatten aus der Reihe, finde ich, sind für mich perfekte One-and-Done-Lidschatten. Das sollen für mich auch Liquid-Lidschatten sein. Also da mache ich am liebsten dann nicht noch viel, sondern nehme entweder jetzt die matte Palette von Pat McGrath oder nehme einfach meinen Bronzer und gebe mir dann einfach so einen Liquid-Lidschatten aufs Auge und gut ist, für mich sollen die auch schnell funktionieren. Der nächste Ton, den ich dann aufgetragen hatte, war, glaube, Bronze Bijou. Das ist ein goldener Ton. Das ist jetzt, glaube ich, der, der mich noch am wenigsten anspricht, aber es ist schon ein eher bronziger Goldton. Also es ist nicht so ein ganz knalle Gelbgold, sondern einer, der auch etwas Bronziges mit drin hat. Also auch einer, den ich bestimmt tragen werde, aber von all den Farben wahrscheinlich der, den ich am wenigsten tragen werde. Welche Farbe mich positiv überrascht hat, ist die Farbe Smoldering Seduction. Das hat für mich auf den Swatches so nach einem rötlichen Ton ausgesehen. Der hat auch was Rotes, aber auch ja so ein bisschen gedimmt, so ein bisschen muted. Auch was Braunes mit drin, so Pflaume und Braun. Auch ein super spannender Ton, finde ich. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Die sind auf dem Auge natürlich sehr dunkel. Man kann sie schon etwas ausrauchen. Aber auf den Swatches, glaube ich, auf der Seite kamen viele Farben doch etwas heller raus, als sie meiner Meinung nach dann in echt rauskommen. Die nächste Farbe ist dann Platinum Bronze. Das ist wahrscheinlich eins meiner liebsten Farben aus der Reihe. Auch der hier kam auf dem Auge durchaus dunkler raus, als ich das erstmal gedacht hatte. Aber die Farbe finde ich so einzigartig. Also bei mir, ihr seht es dann gleich wahrscheinlich auf den Bildern, der hat was Silbernes mit drin. Also das ist ein
topiger Ton mit Silber-Sparkle, auch so ein wenig Silberreflexen, aber auch einem dunklen Braun als Base. Ein wunderschöner Ton, der gefällt mir besonders gut. Den habe ich auch, glaube ich, in meinem letzten Auftrag habe ich den hier außen gegeben und den helleren, den Champagne-Ton, so ein wenig in die Mitte. Fand ich wunderbar, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch so eine Farbe, die mir insgesamt sehr gut gefallen hat. Der nächste Ton ist dann Twilight Platinum und das wird wahrscheinlich neben dem goldenen der sein, die ich nicht wirklich oft benutze, weil ich nicht so viel Silber trage. Das Silber an sich gefällt mir auch gut, weil es eben auch etwas so muted ist, nicht ganz so strahlend. Und ich ja so strahlende Silberfarben einfach nicht so oft trage und etwas so rauchigeres dann schon eher. Das ist dann der Ton hier unten und der hat auch von der Base so einen Hauch von Braun mit drin, sodass das Silber eben auch etwas gedimmter ist und nicht so ein grelles metallisches Silber. Sieht meiner Meinung nach auch mehr gräulich aus. Und dann zu guter Letzt kommt noch die Farbe Cosmic Chartreuse. Da hatte ich ja Angst, dass der Ton eher golden aussieht und nicht so grün. Und von dem war ich auch sehr positiv überrascht, weil der ist doch sehr grün mit einem goldenen Shift. Auch eine Farbe, die es meiner Meinung nach nicht ganz so häufig gibt, die man nicht schon 100-mal gesehen hat. Also auch so ein bisschen was Besonderes. Und der sieht dann so aus. Ich glaube, man kann so ein wenig den Shift erkennen. Ich denke, auch bei dem Auftrag sieht man auch das Gold noch ein bisschen mehr. Also insgesamt, auch wenn ich jetzt so die Farben auf meiner Hand sehe, finde ich das eine super schöne Farbauswahl. Das sind genau meine Farben. So ein bisschen gedimmtere Farben. Sehr schöne Farben, die ich auch im Alltag tragen kann. Nichts jetzt so ganz Schreiendes dabei. Also ich finde auch, dass alle Farben sehr gut miteinander harmonieren. Also auch das gefällt mir gut. Ich finde das eine wunderbare Farbauswahl und ich finde das sehr tolle Liquid Lidschatten. Ich muss die mal vergleichen mit den Farben von Lisa Eldridge, weil ich auch sagen muss, also bisher war Lisa Eldridge mein absoluter Favorit, was Liquid Lidschatten angeht. Aber ich muss jetzt sagen, Pat McGrath, das kommt dem schon nahe. Ich glaube, die sind insgesamt von der Konsistenz etwas dicker. So, ich habe mal hier so ein bisschen was abgewischt und dann würde ich mir mal schnell ein paar Farben von den Lisa Eldridge Liquid Eyeshadows schnappen und mal sehen, wie die im Vergleich aussehen. Also ich habe hier einmal Daphne, das ist ja auch so ein grüner Ton und da, ja, von der Konsistenz her, das ist jetzt Daphne, der ist etwas heller und von der Konsistenz her sind die etwas dünner, dafür auch, ich glaube, nicht ganz so deckend. Ich werde die nächste Woche mal die wirklich nebeneinander auf dem Auge ausprobieren, um die Unterschiede genau sehen zu können. Aber von der Farbe her, ja, geht in eine ähnliche Richtung. Ist auch mit so ein bisschen Gold. Aber der Daphne von Lisa Eldridge ist doch etwas heller. Ich glaube, so was ganz Dunkles, also wie den Twilight, der ist ja eher so silber. Bei Lisa Eldridge hat man Lisa, ja, aber das ist ein, ja, eher so schwarzer, so ein blau-schwarzer Ton. Ich glaube, die sehen sich nicht wirklich ähnlich, aber der hat zum Beispiel auch etwas Schimmer drin. Also da wird es nochmal spannend, einen direkten Vergleich zu machen. Als so bronzigen Ton, da könnte ich mir vorstellen, Sora von Lisa Eldridge. Ja, ich glaube, das ist jetzt Sora von Lisa Eldridge. Komm mal näher ran. Und ich denke, die beiden sind sich sehr ähnlich. Also ich kann so ein bisschen einen Unterschied erkennen, aber ich glaube, ausgeblendet auf dem Auge sieht man bei den beiden schon keinen Unterschied mehr. Das ist sehr interessant, nur es fällt sehr auf, dass die Formulierung von Lisa Eldridge wesentlich dünner ist. Mir hat jetzt das von Pat McGrath sehr gut auf dem Auge gefallen. Jetzt muss ich das aber tatsächlich nochmal nebeneinander probieren, so ein bisschen
edler oder vom Auftakt so ein bisschen weicher sieht jetzt der von Lisa Eldridge aus. Die nächste Farbe, die ich glaube ich vergleichen will, ist Viola. Ja, der ist ein bisschen dunkler als jetzt der hier von Pat McGrath. Dann schauen wir mal, haben wir was so bronzig goldenes. Vielleicht der hier, das ist Lauren. Ja, der hat so ein bisschen mehr was Orangenes noch mit drin. Das ist der hier, das ist jetzt Lauren von Lisa Eldridge. Und dann der rosige Ton. Da müsste ich jetzt mal schauen. Lisa Eldridge hat halt schon ein paar mehr Farben auch. Einmal die Farbe Bianca. Der hat was Lilanes mit drin. Das ist auch eines meiner Lieblingsfarben. Dann könnte ich aber nochmal probieren die Farbe Angelica. Der ist ein bisschen dunkler. Das ist jetzt Angelica. Ja, der geht so wenig in die Richtung, aber ist einfach einen Tacken dunkler als der Luna Rose jetzt von Pat McGrath und Hellenton. Der Divine Champagne, den würde ich mit Cressidia von Lisa Eldridge vergleichen. Ja, nicht ganz. Das ist jetzt Cressidia von Lisa Eldridge und da drunter ist der von Pat McGrath. Bei Pat McGrath, der hat mehr Funkeln mit drin und der hat so ein bisschen einen leicht goldigeren Unterton und der Cressidia, der ist etwas heller. Der hat auch was Goldiges, Champagnerfarben, aber bei dem von Pat McGrath ist ein bisschen mehr Champagnerfarben drin. Und da sehe ich auch auf jeden Fall viel mehr Funkeln. Aber so ganz weit auseinander sind die beiden Farben jetzt auch nicht. Da gefällt mir fast der von Pat McGrath ein wenig besser, eben weil der nochmal mehr so Sparkles mit drin hat. Ich versuche das mal zumindest so ein wenig mit einzufangen. Aber ansonsten, ich denke also gerade bei dem hier oder auch bei dem Grün gibt es schon einige Ähnlichkeiten oder Überschneidungen. Bei Lisa Eldridge hat man sogar noch mal eine größere Farbauswahl. Ich werde die beiden Formulierungen noch mal wirklich direkt nebeneinander ausprobieren, auf dem Lid auftragen, um dann die Unterschiede erkennen zu können. Also der Hauptunterschied, der mir jetzt so von der Formulierung auffällt, ist, dass die von Lisa Eldridge etwas dünner sind. Dafür sind sie aber, gerade die dunkleren Farben, nicht ganz so einfach aufzutragen. Es geht immer noch, aber da muss man mitunter schon mal aufbauen, weil doch noch Haut durchscheint. Das hatte ich jetzt mit dem Pat McGrath gar nicht. Die sind etwas dicker in der Konsistenz, dadurch auch sehr schnell sehr viel deckender. Also das ging etwas einfacher. Haltbarkeit, überhaupt Verblendbarkeit, dass man sie benutzen kann, finde ich beide super gut. Werde da aber jetzt nochmal einen wirklichen Test machen, um das auszuprobieren. Vom Preis her weiß ich es jetzt gar nicht. Ich werde es mal einblenden, wie die beiden sind. Lisa Eldridge ist halt so, das kann man nur auf der Seite von Lisa Eldridge bestellen. Und da gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich Sales oder nicht so viele bei Pat McGrath. Wenn die Sachen denn in den Sale kommen, dann kann man sie durchaus wahrscheinlich günstiger erhalten. Es heißt jetzt, also auf der Pat McGrath Seite sind nicht mehr alle Farben verfügbar. Es sind manche ausverkauft, da weiß ich jetzt nicht, weil es ja insgesamt heißt, dass die Kollektion eine Limited Edition ist, ob die wiederkommen, ob die auch nochmal zu Shops kommen, ob sie die in die permanente Linie mit einbaut, das werden wir sehen. Aber erstmal war ich sehr begeistert von der Farbauswahl, von der Verwenderfreundlichkeit, wie sie ausgesehen haben. So ein Speckle Shade in Lidschattenform wäre natürlich auch schön gewesen, mit noch mehr Sparkle mit drin. Aber als Liquid-Lidschatten im Vergleich zu den Liquid-Lidschatten, meinetwegen Chanel oder auch die Sisley und so, da sind die ganz vorne mit dabei, neben denen von Lisa Eldridge. So, und dann würde ich noch mal kurz die kleinen Paletten aus der Star Wars-Kollektion zeigen. Und zwar einmal Sis Seduction. Da habe ich auch zwei Looks mit geschminkt. Das ist eine Palette mit rein Schimmerfarben. Das wäre für mich wahrscheinlich eher so eine Zusatzpalette. Und bei der finde ich auch so, dass nicht alle Farben gleich gut funktionieren. Also die zwei äußeren, die gefallen mir sehr gut. Auch der in der Mitte. Das sind jetzt mal die Farben auf dem Finger.
Das sind sehr schöne Schimmerfarben. Der blaue oder der blau-schwarze gefällt mir jetzt am wenigsten. Ja, der hat zwar den schönsten Glitzer so mit drin, aber das wird eine Farbe sein, die ich nicht so oft benutze. Die anderen, also die zwei grünen, gefallen mir sehr gut. Auch der hier hat einen schönen Glanz und welchen ich auch sehr spannend finde, ist der helle Ton. Das ist so ein, weiß ich gar nicht, so ein Champagner-Taub, ein kühler Goldton. Der hat mir sehr gut gefallen. Das ist aber, wie gesagt, für mich nur eine Add-on-Palette. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie kosten. Ich finde bei den kleinen Paletten das Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut. Und wenn einem die Farben gefallen, glaube ich, macht man da nicht so viel falsch. Ich denke, aus der Weihnachtskollektion, da waren ja mit Matt und Schimmer, die fand ich noch so ein bisschen ansprechender, aber alles in allem für Pat McGrath, finde ich, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die habe ich jetzt auch schon bei Selfridges gesehen. Als nächstes habe ich ausprobiert die Divine Droid Palette. Die gefällt mir einfach vom Optischen sehr schön. Ich meine, klar, wenn man Star Wars kennt, dann darf er nicht fehlen. Und von innen ist es eine sehr farbenfrohe, bunte Palette, was ich auch finde, passt zu dem Charakter, weil er hier ja doch auch ziemlich lustig oftmals drauf ist. Und da haben wir auch, also ich habe da Lux mit geschminkt, das ist jetzt auch für mich auch hier eher eine Add-on-Palette, aber die Lux haben mir nichtsdestotrotz ganz gut gefallen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich in die Palette schon greifen werde im Sommer. Das sind jetzt die Farben einmal auf der Hand. Das ist der lila Ton. Dann hat man hier auch so ein Khaki-Grün, so ein richtiges helles Grün, das helle Blau und auch nochmal so einen etwas helleren Pink-lila Ton. Eine sehr farbenfrohe Palette, die mit Sicherheit für mich in der Sommersaison doch eine Add-on-Palette sein wird. Ich finde, die Lidschatten, das sind jetzt auch keine so Sparkle-Lidschatten, sondern alles eher so metallische Töne, haben aber durchaus eine schöne Qualität. Jetzt nicht so ganz hochglänzend, Crash, Boom, Bang, aber schöne Farben, hat mir Spaß gemacht. Und dann kommen wir noch zu der The Golden One Palette. Und die wollte ich ja mal vergleichen, auch von den Swatches her, mit der Palette aus der Love Collection. Und in der, das ist jetzt die einzige, in der man auch matte Farben mit drin hat, von den kleinen jetzt in der Star Wars Kollektion. Obwohl ich so ganz warme Paletten immer nicht ganz so mag, ist zum Beispiel der Farbton einer, der hat so ein bisschen Schimmer mit drin und der chauchiert so ein wenig, ja, ins Goldige, aber auch ins Rosige. Ich glaube, hier kann man es noch besser erkennen. Der hier ist sehr hochglänzend und ja, auch der goldene Ton hat so ein bisschen Sparkle mit dabei. Und das ist jetzt die Sublime Seduction Palette daneben geswatcht und man sieht schon, von der Farbfamilie geht das schon in eine sehr ähnliche Richtung. Es ist kein so kompletter Dupe mit dabei. Die zwei Matten unterscheiden sich schon ein wenig. Aber alles in allem, muss ich sagen, gefällt mir die The Golden One besser auf jeden Fall, weil man hier auch noch mal so ein bisschen Funkeln mit dabei hat. Da gefällt mir insgesamt die Qualität der Schimmerfarben besser als jetzt die aus der Sublime Seduction. Und kostet fast nur die Hälfte. Ich meine, ja, ich weiß nicht, wie viel Gramm man hier drin hat. 6,6 zu 4 Gramm. Also man hat auch weniger Produkt. Ich denke aber, und die Verpackung ist jetzt hier, also das ist auch hier alles beklebt, das geht auch schon so ein bisschen ab. Die Verpackung ist jetzt hier nicht ganz so hochwertig wie in der hier, aber müsste ich mich zwischen den beiden entscheiden, würde ich mich auf jeden Fall für die entscheiden. Da gefällt mir das Farbschema und auch die Qualität der Schimmerfarben vor allem besser als jetzt in der Palette.
Da finde ich die Schimmerfarben ja nur so, oder die metallischen, nur so okay. Ich hatte dann noch kurz probiert, ich schiebe es nochmal mit rein, die zwei Einzelcreme-Lidschatten eigentlich, oder diese Pöttchen in der Farbe Rouge Rebellion und Smuggler Spice. Und da muss ich sagen, also die Farbe Smuggler Spice, das ist genau meine Farbe, so ein bisschen das Schoschierende. Das mag ich gerne im Sommer, das sieht auch sehr schön aus auf dem Augenlid. Aber von der Formulierung her muss ich sagen, das ist so, ja, im Prinzip fühlen die sich jetzt nicht cremiger an als ihre metallischen Töne in den kleinen Lidschatten. Die fühlen sich genauso cremig an wie in den Pöttchen. Also das sind für mich auch fast eher Puderlidschatten und machen auf dem Auge jetzt auch keinen spezielleren Effekt, dass für mich sich so ein Pöttchen in keinem Fall lohnt, weil die haben auch ja, glaube ich, so fast an die 30 Euro gekostet, also fast so viel wie so eine Palette. Und da würde ich die 5 Pen Paletten immer den einzelnen Pöttchen vorziehen, gerade auch die Farbe Rouge Rebellion, das ist eine rote Lidschattenfarbe, das ist jetzt eh nicht so ganz meins, dafür kann man nichts, aber ich finde, die macht jetzt auch nichts Besonderes, also da waren die Farben alle genau. Genauso die Farbe Smugglers Spice, die werde ich weiter benutzen, einfach weil mir die Farbe gefällt, aber auch nur deswegen. Ich mag einfach so Rosé-Gold schoschierende Farben, aber wenn man hier so reingeht, das fühlt sich ziemlich, ja, so ein bisschen dicker, krümelig an. Ich meine, es lässt sich gut mitarbeiten, aber ich verstehe nicht, warum sie das in einem Pöttchen rausgebracht hat. Also die hätte sie auch praktisch in eine Lidschattenpalette packen können, meiner Meinung nach. Von der Formulierung kann ich da nicht so ganz viel Unterschied erkennen. Das werde ich einfach benutzen, weil mir die Farbe gut gefällt und da mir auch das Schoschieren gut gefällt. Das ist so ein bisschen was Besonderes, wenn man den Rouge Rebellion sieht. Der hat so einen leichten Shift, so ein bisschen von Rot ins Lila. Ist jetzt auch keine schlechte Farbe oder auch keine schlechte Qualität, aber meiner Meinung nach macht es gar keinen Sinn, die in diesen Töpfchen zu haben. Das ist jetzt nicht so cremig, dass ich sagen würde, man muss sie in ein Töpfchen packen, sondern die hätten es auch gut in eine Lidschattenpalette schaffen können. So, jetzt hat, das war wieder ein sehr langes Video. Ich hoffe, es war informativ. Sagt mir mal gerne, was ihr von den Produkten haltet. Ist da was dabei, was euch interessiert, oder seid ihr dieses langweilige Make-up satt und immer die gleichen Farben? Ich für mich muss sagen, dass ich die rosige Palette mit Sicherheit weitertragen werde. Die hat mir sehr gut gefallen. Die matten Farben, auch die matte Palette hat mir insofern gefallen, dass ich die Qualität sehr gerne mag. Und die Liquid Lidschatten, mit denen werde ich sicher weiterspielen. Die haben mich sehr positiv überrascht, weil da ist meine Erfahrung oftmals eher schlechter. Also ich habe bisher nur die von Lisa Eldridge gefunden, die mir wirklich gut gefallen haben. Und da scheinen jetzt die von Pat McGrath mit dazu zu kommen. Dann beschließe ich das Video jetzt damit. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.